So, hallo, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Heute möchte ich dir mal erklären, was es heißt. Wir sind alle eins. Wir sind alle eins heißt, wir sind alle ich. Wir sind alle ich bin. Und das heißt, es ist meine Perspektive. Du hast deine Perspektive. Jeder hat seine eigene Perspektive. Aber ich bestimme die Perspektiven aller Menschen in meinem Universum, weil ich letztendlich diejenige bin, die die Perspektive wählt. Das heißt, Perspektiven sind Ansichten, Meinungen, Rückschlüsse und Überzeugungen. Und wenn du mir deine Meinung, deine Überzeugung kundtust und ich mit dieser Meinung und dieser Überzeugung nicht einhergehe, dann bedeutet das nichts für mich, wenn ich nichts drauf gebe, wenn es nichts mit mir macht, wenn ich erkennen kann, dass es nur eine Anfrage ist, ob ich in eine andere Realität springen möchte, in der diese Ansicht wahr ist. Ich wähle die Wahrheit. Ich wähle, was wahr ist. Ich wähle das wahrhaftig Wahre. Und wenn ich Einschränkung und Beschränkung und Unterdrückung und Abhängigkeit von anderen oder auch sage, andere Coaches sind besser oder ich schaue zu jemand auf, ich muss von jemandem lernen, weil er besser ist, dann bist du hier ganz, ganz tief im Human Design. Wenn du aber begriffen hast, es geht darum, dich immer wieder daran zu erinnern, was die Wahrheit bist und alles, dass du alles bist, dass ich alles aus dir heraus entsteht, alles dich spiegelt, oder nenne es, dass alles von dir wie magnetisch angezogen wird, weil es dir entspricht, weil es du bist, weil es zu dir gehört. Das heißt, alles sind eins, wir alle sind eins. Jede Realität ist da. Es gibt jede Realität. Aber ob du sie für dich akzeptierst, ob du einsteigst, ob du es wahrnimmst, ob es deine Wahrheit ist, das kannst du jeden Moment für dich selber entscheiden. Und das bedeutet, alle, wir alle sind eins. Und die Perspektive, die immer wieder sucht, den Fehler, womit habe ich das kreiert? Warum ist das in meinem Leben? Warum ist mir das passiert? Diese Perspektive, diese Ansicht hat noch nicht verstanden, dass ich nicht fragen muss, warum ist es passiert, sondern dass ich fragen muss, wer war ich, als es geschehen ist? Wie habe ich reagiert? Habe ich es für wahrgenommen? Habe ich es geglaubt? Bin ich eingestiegen? Bin ich in den Mangel eingestiegen? Habe ich mir sagen lassen, dass ich nicht gut genug bin? Habe ich mir sagen lassen, dass ich noch nicht genug weiß? Habe ich mir sagen lassen, dass ich noch, dass ich noch, dass ich noch? Oder habe ich mich begeistern lassen von meinem Spiegel, von meiner Reflexion? Aber wenn mein Spiegel und meine Reflexion mir sagt, komm in meine Welt, komm in mein Universum, du kannst was noch nicht, ich kann was besser, dann lasse ich mich wieder abstempeln. Dann stemple ich mich selber wieder ab als nicht gut genug, als beschränkt, als eingeschränkt und als unterstützt. Und genau das möchte ich nicht in meinen Coachings. Ich möchte, dass du weißt, dass du die Beste, die Einzige, die Schönste und die Großartigste auf dieser Welt bist und dass du eigentlich nichts von mir brauchen würdest, wenn du dich selber erinnern könntest, wer du wirklich bist. In diesem Sinne freue ich mich auf deinen Kommentar von dir zu hören, Likes, Empfehlungen. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Like, kommentiere und teile mein Video. Bis ganz bald.